Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Beim letzten Part haben wir Vincent mit dazu bekommen in unser Team und ich habe ihn jetzt auch gleich mit reingenommen hier. Und genau, ich kann Vincent in die hintere Reihe stellen, weil er hat eine Fernkampfwaffe und den Fernangriff kann ich dann jetzt eigentlich tiefer geben. So. Tifa und Vincent sind jetzt in der hinteren Reihe, denn Vincent hat eine Fernkampfwaffe und Tifa hat die Substanzfernangriff und ja, und Cloud lassen wir vorne. Und jetzt geht's weiter hier zum Berg Nebel, also zum Mount Nebel, der euch vielleicht schon bekannt vorkommt. Bevor ich es vergesse, ich muss jetzt Feindestechnik ausrüsten, damit ich nachher vom Boss eine bestimmte Feindestechnik erlernen kann. Und ja. Dann laufen wir mal den Berg entlang und ich werde mal die Zufallskämpfe einschalten, damit ihr auch mal Vincent im Kampf sehen könnt. So, Tifa hat das Limit voll, yeah. So, und das war's mit diesen kleinen Biestern hier. Die haben nicht gerade lange überlebt. So, hier oben können wir eine Schatzkiste holen. Da gibt es das Runenschwert. Mal sehen, was das kann. Oh, sehr schön. Ein bisschen mehr Angriff als mein jetziges Schwert und die Materie erhält doppelt AP, das ist ganz schön nett. Ja. Kann man gebrauchen. Ich werde Cloud jetzt, glaube ich, die Odin-Materie geben. Dann kann ich Odin auch mal beschwören. Und ja. Habe ich Cloud jetzt gar keine Wiederherstellen-Materie gegeben? Nee. Okay. Das ist aber doof. Nee, dann gebe ich ihm auch eine Wiederherstellen-Materie. Beziehungsweise hier eine Genesung-Materie, so heißt das. Und dann geht es hier auch schon weiter mit dem nächsten Kampf. Jetzt werden wir mal ein bisschen Feindes können einsetzen. Nämlich der Peter. Diese Feindestechnik bekommt man vor Midgard Solom. Das ist die Schlange im Sumpf. Ist ein starker Feuerangriff. Und ja. Ist im jetzigen Verlauf des Spiels ziemlich stark. So, hier kann man auch wieder rauf gehen. Und dann ist jetzt noch ein Kampf angesagt. Dann werde ich mal Odin beschwören, damit ihr das auch mal seht. Odin ist schon verdammt cool. Mit seinem Pferd und Schwert. Wie er die Gegner zerschneidet. Sch
schon praktisch, aber kostet 80 MB. Momentan ziemlich viel. Kann ich mir fast nicht leisten, dass ich den beschwöre jetzt hier immer. So, und irgendwie kommt man jetzt hier rauf. So, jetzt habe ich was erhalten, aber ich habe zu schnell gedrückt, dass ich es gesehen hätte. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich bekommen habe. Ich hoffe, es war keine Waffe für einen der Charaktere, die ich gerade habe. Nein, sieht aber nicht so aus. Na, okay, dann gehe ich mal weiter. So, wieder zurück. Und hier gibt es hier nichts. So. Und jetzt über die Hängebrücke. Und diesmal bricht die Brücke nicht. Nein, nein. So, und hier gibt es jetzt verschiedene Röhren. Und ja, Zufallskämpfe gibt es auch noch immer. Die werden wir jetzt mit der Feindestechnik Erquallung vernichten. Auch ein ziemlich starker Zauber. Lernt man von einem Monster in der Gold-Saucer-Wüste. Nämlich muss man da mit dem Buggy rumfahren und dann kommt irgendwann so eine Chimera. Also das Monster hat einen Schlangenschwanz und einen Kopf von einem Löwen und was weiß ich. Und ja, dieses Monster setzt diese Technik ein und wenn man Feindeskönnen ausgerüstet hat, erlernt man diese Technik dann. Und ist ziemlich stark auch im jetzigen Verlauf. So, ich rutsche jetzt mal durch die Röhre. Eins. Das war schlecht. Ah nein, ich kann hier flüchten. Okay. Ich will nämlich noch nicht zum Boss. Okay, verdammt. Jetzt komme ich nicht mehr rauf, oder was? Nein. Aber irgendwie kommt man wieder rauf, oder nicht? Ah, an dieser Stelle sind Sephiroth und Cloud und Tifa damals abgestürzt. Und Zack natürlich. So, da gibt es diese Höhle, in der wir schon mal waren in der Rückblende. So, wie komme ich zu dieser verdammten Kiste? Ah, so, okay, hier gibt es ein Elixier. Und hier ist der Brunnen, den wir auch gesehen haben. In der Rückblende. So, und wo muss ich jetzt entlang? Genau hier rauf, da ist eine Kiste. Sniper CR, ich glaube, das könnte eine Waffe für Vincent sein. Ja, so ist es. Ist ein bisschen stärker als die jetzige. Und ich habe gerade gesehen, ich könnte hier umrüsten. Aber ist eigentlich egal. Ist egal. So, mal hier entlang gehen, den ganzen Weg. Und dann kommen wir zum Makroreaktor von damals. Wir können auch reingehen. Aber die Türe hier ist versperrt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an damals. Mehr können wir hier leider nicht machen. So, also gehen wir wieder raus aus dem Reaktor. Und hier hinten beim Reaktor ist eine Türe. Und nun sind wir wieder hier.
Diesmal nehme ich nicht das Rohr Nummer 1, sondern... Genau, ich werde zuerst hier die Leiter umklappen, damit man dann wieder raufkommt. So, das habe ich vorher nämlich nicht gemacht. Ich nehme jetzt die Nummer 2. Nun kommen wir hier raus und erhalten Power Soul. Das ist, glaube ich, eine Waffe für Tifa. Power Soul, doppelte Schlagkraft bei Gefahr. Das bedeutet, wenn Tifa im gelben Bereich ist von den HP, dann wird diese Waffe viel stärker. Aber ich will jetzt noch nicht gegen den Boss kämpfen. Nein, ich will zuerst hier alle Objekte holen. Das heißt, jetzt nehme ich einfach die goldene Mitte. Okay. Da bekommen wir nichts, denn da... An diesem Ort waren wir schon mal. Okay, dann nehmen wir jetzt die Nummer 4. Und hier bekommen wir eine alle Materia. Und schlussendlich, was fehlt uns noch? Die Nummer 5. Die ganz linke Röhre. Okay, dann kommen wir auch hier raus. Alles klar. Dann rutsche ich jetzt wieder durch die Röhre Nummer 1. Werde noch schnell speichern. Und dann nochmal überprüfen, habe ich die Feindeskönnen ausgerüstet? Ja. Denn ich glaube, dieser Gegner ist es, der die Feindestechnik Trine benutzt. Und wenn er die einsetzt, dann erlerne ich das. Allerdings muss ich die Feindtechnik Materia eben auch ausgerüstet haben. Eventuell könnte ich noch ein Zelt benutzen. So. Und dann kann es auch schon losgehen. So, und jetzt geht's los gegen den Boss hier. Nämlich nennt sich der Boss Substanzhalter. Und ich werde erstmal mit der Feindestechnik Mega-Abwehr anfangen. Und das war gerade Trine, die wir gesehen haben. Die Technik Trine, und die habe ich jetzt erlernt. Dadurch, dass ich sie gleich benutzt habe. Und wir haben die Technik jetzt hier mit dabei. Jetzt haben wir Peter, Aqualung und Trine. Wenn man Odin jetzt bei einem Boss beschwört, zerschneidet Odin den Boss natürlich nicht in zwei Hälften, sondern er greift lediglich mit seinem Speer an. So, Vincent kann sein Limit einsetzen, nämlich kann sich Vincent in ein Monster verwandeln, denn mit Vincent wurden auch Experimente durchgeführt und so hat er die Fähigkeit, sich in ein Monster zu verwandeln. Am Anfang noch recht unspektakulär, doch auf der Limitstufe eine 4 verwandelt sich Vincent in Chaos und Chaos ist ziemlich stark. So, und Odins Speer macht auch richtig schön Schaden. Allerdings kostet eben auch so viel die Beschwörung. So, Vincent sieht nun aus wie ein kleiner Behemoth. Und man kann Vincent, wenn er sich hier verwandelt hat, nicht steuern, sondern er greift einfach von selber an. Und ja. So, vielleicht soll ich Tifa mal eben heilen. Ja, Heilung wäre nicht schlecht für Tifa. Vincent benutzt die ganze Zeit nur mehr diesen Warntanz hier.
ich hätte mich vielleicht doch nicht verwandeln sollen. Ist nämlich auch ein Nachteil, wenn sich Vincent verwandelt, nämlich greift er dann immer wieder normal an und man kann nichts tun. Aber ja, auch egal. Der Gegner dürfte nicht allzu lange durchhalten hier. Hoffe ich zumindest. Oh, er fängt sich schon an zu heilen. Ich werde mich auch eben mal heilen. Oh oh, jetzt kommt nochmal Trine. Jetzt muss ich mich unbedingt heilen. Ja, greif Cloud an. So, jetzt habe ich wieder Limit mit Cloud voll. Und jetzt kriegt der Substanzhalter hier erstmal eine Sprungattacke. Und das ist der Tod für diesen Boss. Vincent sieht aus wie ein kleiner Behemoth. So, jetzt bekommen wir die Materia Conta. Eine richtig praktische Materia. Nämlich, wenn wir angegriffen werden mit einer physischen Attacke, wird diese Attacke dann mit einer physischen Attacke gekontert. Und das ist wirklich schön. Vor allem hier in Kombination mit Schutz. Denn Cloud beschützt ja dann andere, wenn sie angegriffen werden. Je höher Schutz ist, desto höher die Prozente und dazu noch Konter. Das ist dann schon ganz schön stark. So, ich glaube, Kälte kann ich mir sparen. Ich hau da jetzt lieber Konter rein. Und ja. Dann geht die Reise auch schon weiter. Und Zufallskämpfe habe ich wieder eingeschalten. So, jetzt setze ich mal Trine ein, die Technik, die wir gerade hier vom Boss erlernt haben. Und natürlich sind die Gegner damit einen Schlag tot. Sehr schön, die Technik. So, und nun sind wir wieder auf der Weltkarte. Und da folgt auch schon der nächste Kampf. So, was habe ich noch gelernt? Matra-Zauber habe ich gelernt. Aber Matra-Zauber ist nicht so stark. Kostet aber nur 8 MB und greift alle Gegner an, also für den Anfang nützlich. Dann haben wir noch Froschgesang, Level 4 Selbstmord, Weißer Wind, der heilt die Gruppe, Mega-Abwehr. Ja, und Flammenwerfer. Ich werde die Gegner jetzt mit Peter vernichten. Bam. Peter sieht richtig cool aus, wie so eine Atomexplosion. Und die Gegner können gar nichts dagegen tun. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Lauf, Cloud, lauf. So.
Ja, ich wollte gerade so sagen, so, und die Gegner hier sind wieder fies, ey. Ah, Tifa hat Limit voll. So, das ist auch eine Technik, die wir erlernt haben. Heilt alle Gruppenmitglieder ziemlich viel, kostet allerdings sehr viel MB momentan. Im späteren Verlauf des Spiels ist es dann kein Problem mehr, aber jetzt haben wir noch recht wenig MP. Und ja, vor uns liegt unser nächstes Ziel, eine kleine Stadt. Und ja, was uns dort erwarten wird, ein neuer Charakter, der uns auf unserer Reise begleitet. Das ist dann auch der letzte Charakter, den wir dazu bekommen. Und ja, wer das sein wird, seht ihr dann beim nächsten Part. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 7. Ciao Leute.